Heute haben wir das Thema Basics Schnorchel. Der gute alte Schnorchel zum Schnorcheltauchen. Auf was solltet ihr achten? Was für Unterschiede gibt es? Der Schnorchel, ihr fragt euch, was für einen soll es sein? Ganz einfach, wir gucken uns die Unterschiede an. Ihr kennt das gute alte Rohr, einfach wie so ein Strohhalm, unten mit Mundstück. Ganz simpel, ganz einfach, wird an die Maske rangepackt zur Seite und kommt rein in den Mund. Wenn man jetzt sagt, naja, es soll auch noch ein bisschen komfortabler werden, gibt es sowas Schönes hier, so ein Ausblasventil, dass man das Wasser nicht durch den ganzen Schnorchel auspusten muss, weil Wasser kommt immer mal rein durch eine Welle. Einfach hier unten raus, super einfach, das Wasser geht nach unten, es kommt kein anderes Wasser rein. Ganz einfach zum Ausspucken, man muss nicht immer so kräftig machen. Noch ein Vorteil, vielleicht kann man darauf achten, so ein Clip kann ich immer an der Maske lassen, Schnorchel ran, wenn ich ihn brauche. Schnorchel ab, wenn ich nicht brauche und muss nicht mal ranfummeln. Der ist ganz simpel, einfach. Auch da Unterschiede, muss man ein bisschen gucken, was man lieber mag. Feststehend, flexibel. Der flexibel hängt aus dem Gesicht, der feststehende sitzt einfach immer vorm Mund. Guckt einfach, was euch besser gefällt. Dann gibt es noch so was Schönes. Ich sage immer, wie die Sitzheizung im Auto. Ist schön, muss man nicht unbedingt haben, aber wer eine Sitzheizung kennt, man liebt sie. Einfach hier, man hat hier so einen Schwimmer, man taucht ab, dann macht das ganze Ding zu. Einfach der große Vorteil, es kommt ganz wenig Wasser rein. Es kann natürlich mal was von der Seite reinkommen, dann hat man meistens unten noch ein Ausblasventil. Macht das also sehr, sehr angenehm, gerade für Leute, die nicht so viel Kraft in der Lunge haben, das immer auszupusten. Hat euch mein Video gefallen? Dann abonniert meinen Kanal. Habt ihr noch Fragen, vielleicht zum Schnorchel oder Basics? Dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Was noch ganz wichtig ist zum Schluss, ein kleiner Tipp. Achtet darauf, dass man oben eine Farbe hat, dass man gut gesehen wird und nicht vom Boot überfahren wird. Und ich gehe wieder abtauchen, Leute. Tschüss.